las personas. Oro, plata, jade, tabaco, lo que se te ocurra. Y agua que... Lleva más mi estómago que las arcas. Hey, compa. Tschüss. Immer diese ganzen Herausforderungen. Schlaf schön. Nein. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Na komm. Voll ins Knie. Hackschnitzel. So. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Fett mit Tattoos. So. Preparados para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. Und tschüss. Kann er nicht hier in Deckung gehen, bitte? Mano. Da kommt Jungs. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Okay. Die merken ja irgendwie nichts. Ach, die wahrscheinlich, ha? Die da vorne. Und das andere, das sind alles nur riesen Schlachtschiffe. Ich hab ja Zeit. Aber schon cool, wie sie sich Mühe gegeben haben, die ganzen Schiffe da nachzubauen. Oder nachzumodellieren. Behende wie ein Äffchen. Tschüss. Und ich dachte, ich treffe die Jungs noch. Schlitz. Und der andere. Zack. So. Jetzt muss ich unter die Luke. Okay. Das wird ja was. Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Cálmate, no pasará nada. En unos minutos partiremos. Ich lade es mal nach. Der hört nichts. So, jetzt hört er eh nichts mehr.
Deja de retorcerte, pirata. ¿Me entiendes? No te muevas. Und tschüss. So, jetzt sind die beiden noch dran. Moin, Jungs. Ich bin auf Visite. Cheats. Was? Okay. Ach, okay. Nö. Will ich eigentlich nicht. So, Jungs. Ich befreue euch. Wir gehen an Deck. Seid bereit. So. So. Captain eliminiert. Ach komm. Die stehen da jetzt rum wie Ölgotzen. Zack. So, das wird jetzt mein Schiff. Alle an Bord, Leute! Ding könnt ihr bei eurem Begräbnis hier Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurrikan. Yeah. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. So langsam für das Wetter. Feuer! Wir wurden in Brand gesteckt. Dieser Schiffsteil ist außer Betrieb. Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Okay. Mit uns fest. Arm und Marsegel fest, Dummel. Feuer! Ja! Hebt den Befehl, Sir. Jo, da ist sie am schwächsten, Captain. Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Feuer! Auf den Grund! Bring jeden fetten Stoff in den Wind! Mehr Segel! Gib mir mehr Segel! Ah, oh, weißt du was, wir hauen aber ab. Dann darfst du mich zurückkippen! Feuer! Ah, oh, wir hauen aber ab. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie! Riesenwellen. Wenden Sie hier Ihre Vorder-, in Ihre Vor-, kein Scha-, allzu scheiße. Ach du Scheiße. Absegel raff! Gegner feuert! Aha, mir egal! Nee, Sir, unterschätze sie nicht! Das wird eine Achtung, Einschlag! Ober! Hui! Wir sind beschädigt! Ja, ich weiß! Bei der Riesenwelle hat die Gegner davon gerauscht. Segelsatz! Wasserhose! Oh, okay, so. Und fahr dieses Ding! Wasserhose wo? Ach, da hinten! Nehmt die Rahn auf den Wind! Macht euch bereit! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe! Ja. Wasserhose, ausweichen! Jetzt geht's zum Segel! Die gibt's wirklich auf dem Meer? Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Ja. Versuche ich ja. Hui.
Ja, die kommen immer zu mir. Immer. Wir dürfen nicht in dieses Monster geraten. Da. Gegen Steuer, gegen Steuer. Uiuiui. Die sieht schon ordentlich kacke aus. Die Brick. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Und da kommt noch... Monsterwelle von Wagmord! Mhm. Ach, du leck mich am Arsch noch. Die käme noch. Yay! Geschafft. Yes, obergeil. Ja, den muss ich umfahren. Den muss ich umfahren. Ja, Gangling, Gangling. Da ist eine Boje. Hm, toll. Oh, und es wird heller. Und es wird ruhig. Oh. Und zack hat sich auch der Wind gedreht. Boah, das war eine Action. Pling. Yeah. Mein Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Wally. Hast du schon mal in Nassau, Ada Wally? Noch nicht. Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Yeah. Und 100%. Obergeil. Oh, wieder ein geiler Daumennagel. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw, nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Schiffsmann. Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Hm, okay. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Nägel antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist.
Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Die Segel heißen, los geht's! Hey Segel, wir reiten die Böen! Oh, schöne Musik. Ich mag diese Gesänge da immer im Hintergrund. Die Shanties. Oh, ein Ertrinkender. Oder ein Schiffbrüchiger. Von Steuerbord! Menschliches Treiben! Gebt dem Wind nach! Ein. Segel hoch, aufgehen! Ein neues Crew-Mitglied. Und da ist ein Animus-Fragment. Einholen! Einholen! Wiederholen und aufgeilen! Hauptsegel rein! Aufgeilen! Diese Begriffe. Captain ist im Meer! Jo! Nur ganz kurz, ich will mir so ein Animus-Fragment nochmal holen. Wenn ihr mir die paar Sekündchen gibt. Ist ja schon ein schönes Schiff, ne? Aber sieht ein bisschen kaputtig aus. Boah, und das Meer, das Wasser, das sieht so sauber noch aus. Kein Vergleich zu unserer zu unserem Nordseewasser. Wo ständig die Kutter da drin rumfahren und die Fähren und sowas. Ach ja. Nein! Autsch. Wie kriege ich das Ding? Oh, poor old man. Kann er da nicht irgendwie hochklettern? Yay! Okay. Bekommen. Dann gehe ich mal zurück auf mein Schiff. Und ich sehe gerade auf der Uhr, ich habe, glaube ich, etwas länger aufgenommen, als ich ursprünglich geplant habe. Liebe Leutchen. Oh, Delfine. Ich mag Delfine. Na, kleiner Kerl. Oh, cool. Ja, hier ist Flipper. Flipper. Wir lieben ihn. Den schwulen Delfin. Entschuldigung. Nichts gegen Schwule. Captain wieder an Bord. Drei Totenköpfe auch noch dran. Na Jungs, wie läuft's? Der Rum schmeckt noch. Steuert. Okay. Segel setzen, Bewegung! Dann würde ich sagen, liebe Leutchen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, Spanier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten eben halt nicht, ist ja wie immer euch überlassen. Und ich will sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Flut der Karibik, wir mischen mal die ganzen Templer. Bis dahin, ciao, ciao, euer Gary.